Guten Morgen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, neue Folge, neues Glück. Für euch müsste heute, weiß nicht sein, Montag wahrscheinlich, Montagabend, guten Tag. Hallo, Kaiser. Grüß dich. Ja, na, oder Sonntagabend, mein kleiner jetzt auch Metal-Freund. Metal-Leute. So, du hast Bikes gesetzt? Noch nicht, ich mache jetzt hier nur eine Reihe, dass wir auf jeder Seite 4 haben. Dann würde ich sagen, ein oder zwei freilassen, dann die Barbed. Also den, dann die Barbed, da so ein bisschen aus der Entfernung schießen können. Ich ranch mal das Auto weg, was hier neu ist. Mhm. Hordentag. Juppie. Hordentag, ja. Wir werden wahrscheinlich diese Folge noch nicht die Horde sehen, aber in der nächsten Folge. Und wir haben ja ganz gut abgesichert, denke ich mal. Und wir haben auch Crossbow und vielleicht werden wir noch ein paar Federn. Also die 21 habe ich in der 16 noch nicht gemacht. Ja, wir können mal gucken, was wir an Waffen haben, aber so allzu viel haben wir nicht, glaube ich. Raketenwerfer, Pistole. Wir können mal schauen, was aus Kohle und Dingens. Haben wir denn eine Chemistry Station gehabt irgendwo? War das nicht in irgendeiner Tanke hier in der Nähe? Ja, ich weiß es nicht, ob es hier in der Welt war oder in der alten Welt. Da vorne links sehe ich gerade einen Zombie an mich ranroppen. Rob. Hey, ist mein Auto, was machst du? In der linken Kiste ist eine 293er Ranch übrigens noch. Ja, ich mache jetzt erstmal die graue hier platt und mache mal die Autos, die hier stehen, weg. Mhm. Allein, um an die Teile zu kommen. Ich will deinen Samen nicht. Was für Samen? 54 Samen noch. Boah, 54 Samen haben wir noch. Ja, die müssen wir noch setzen. Was wollte ich tun? Genau. Barbed Fence Wire. Barbed. Ich entferne zumindest mal die Autos, die hier in Reichweite stehen. 46. Dann setzen wir die einfach mal. So, meine Ranch ist kaputt. Meine Ranch ist am Arsch. Aber ich habe einen Scheinwerfer. Damit können wir auch ein paar Flutscheinwerfer basteln. Basteln. Ach Quatsch, ich wollte den Abstand lassen. Mann, du Deppe! 1, 2, 3. Das ist 3. Wir haben auch mal 3 Abstand, damit wir da in Ruhe durchgehen können. 3. Also wir haben 2 breite Abstand. Genau. So. Autos sind soweit entschärft. Cool. Genau. Soll ich dir ein bisschen frei machen? Nö, das passt. Also Gras macht ja nichts. Da kann man draufsetzen, wenn da ein Stein ist oder so. Dann. Nee, Gras macht nichts. Es soll ganz gesund sein. Oh, das Nest, warte. Oh. Mal, ist das wieder gespawnt? Möglich. Oder wir haben es einfach übersehen. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich hatte vorne schon mal 2. Wir sind ja da gut Tag 21, ne? Also normal alle 7 Tage oder so habe ich, glaube ich, eingestellt. Ich bin mir unsicher, wie viel. Wir sind da, glaube ich, bei. Bei was sind wir gestartet? 3. Aber liegt dein Schlafsack immer noch hier unten? Kann sein. Nee. Ist auch im Haus. Okay, soweit so gut. Mhm. Zack, zack. So, Ende im Gelände. Dann habe ich noch ein paar. Was für normales Bikes hast du noch gesagt, ne? Dann haben wir hier. Weil hier auf der einen Seite hatte ich nur 3 Reihen. Ja, ich habe nochmal nachgefüllt. Also wir müssen jetzt 4 haben. Auf jeder Seite, so links und rechts vom Haus. So, hier kann man durchgehen. Jetzt kann man nämlich hier noch aufwerten. Genau, die nochmal außen drüber. Und da müssen wir uns überlegen, wir müssen irgendwo eine Lücke lassen, ne? Sonst wird er auch rankommen. Ja, hinten bei unserem. Also die werden ja garantiert eine Lücke schlagen irgendwo. Mit Sicherheit, ja. Bin ich wohl überzeugt. Ach scheiße, ich hab nichts mehr zu aufwerten. Brauchen 4 Munition jetzt. Oh, noch mehr Spikes, noch mehr Barbed Wire Dinger. Heißt Holz holen. Flugtechnisch kommt da ja nichts, ne? Meine ich. Weiß ich nicht. Bukertechnisch nee, ich glaube nicht. Ja, das könnte sein, ja. 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier noch eine Reihe hin. So. So, Federn. Kann ich noch Crossbow Bolts machen? Wir brauchen halt noch viele Spikes. Noch viele Spikes? Mhm. Das heißt, wir müssen echt nochmal Holz holen? Ja. Warum nicht in den Knast erstmal rein und gucken, wie es unser mit unserem. Ja. Wobei das zweitrangig ist, ehrlich gesagt. Ja. Also absichern ist erstmal. Oh, wie schön hier, wie das Licht aufgeht. Komm mal zu mir. Was? Wo? Licht? Lass uns die Sonne genießen. Ich meine, die ganze Zeit trübe Scheiße. Braun werden. Geht. Ja. Kommen Sie mal her. Ich will mal den Crossbow Bolt bewundern. Dein Crossbow bewundern. Bleib mal stehen.
Foto. Genau so. Ah, da ist noch ein Maisfeld. Na, warte, warte. War so geil. Wir haben schon mal praktisch gestartet. Oder wie soll man das erklären am besten? Wir haben schon mal. Wollten wir einen Screenshot machen? In dem Moment fährt mein Rechner runter. Ich denke, hä? Blue Screen? Stimmt, was? Genau. Nein. Pups, aber war weg. Hatte ich noch ein Shutdown-Tool laufen, was den Rechner runterfährt nach dem Upload. Und das hat halt so lange gedauert. Also, du willst hier rein, ne? Genau, ich wollte hier rein. Unbedingt hier rein. Okay, gehen wir erst oben. Oh, guten Tag. Warte, warte. Wollte doch mal meinen Crossbow ausprobieren. Ach so, ja. Geht. Cool. Habe ich gut gemacht, ne? Sehr gut. Schön gecraftet. Was ist denn das hier? Warst du hier schon mal drin? Ja. In einer der letzten Folgen bin ich doch hier gespawnt. Genau hier in der Mitte. Ah, ich sehe es gerade, ja. So, wo wollen wir nochmal zu meiner... wo wollen wir rauskommen, wenn wir uns drüber gebuddelt haben? Das ist jetzt die Frage, ob wir hier in der Mitte was Neues bauen? Ja, das hätte ich nämlich gedacht. Also pass auf, meine Idee ist folgende. I show you. Nehmen wir den Framer hier weg. Das geht nicht. Warte doch, geht gleich. Die Wand ist ja, die Mauer ist ja schon da. Weißt du, wenn wir die aufwerten komplett hier und mehrere Lagen Spikes machen, die Türme sind da, das ist ja alles fetter Konkret da. So, also da sparen wir echt viel Material. Wenn wir hier so ein 5x5 machen. Geh mal. Alter. Hui. Ich sag... Ach, du warst es. Ich dachte, ja, Zombie. Ich war das. Entschuldigung. Du schießt? Ja. Oh. Du hast gesagt schießen. Oh, da ist der Arm weg. Arm oh, das tut mir leid. So, pass auf. Also, meine Idee war auch die folgende. Und zwar, ich habe mir das schon überlegt. Und zwar, hier ist ja sowieso ein Durchgang. Mhm. Ich habe überlegt, dass wir hier ziemlich zentral einen Turm setzen, der 4x4 ist. Dass wir zwei in der Mitte frei haben. Oder wenn wir dann machen wir direkt größer. Ja, ungerade ist immer besser. Ja, ungerade ist besser, genau. Und zwar ein Turm, der hier in der Mitte sitzt. 5x5. 7x7. Ach, 7x7 ist aber übertrieben. Nee, das ist zu groß. Das soll ja nur ein Aufstieg sein. Indem wir in den Boden rauskommen. So, hier in der Mitte, ne? Dass wir hier den Gang haben. Na gut, dann machen wir 7x7. Und zwar das Ganze aus Beton. Und dann machen wir den so hoch, dass wir praktisch hier rüberspringen können ins Hauptgebäude. Mhm. Weißt du, dass man hier den Hof schön beballern kann? Ich finde das zu groß. Ich finde 5x5 würde vollkommen reichen. Meinst du? Das ist den. Ja. Genau. Sitzt der jetzt auch mittig, der Turm? Nur einfach nur wegen der Symmetrik. Ja, ich hab mal so einfach. Schon, muss schon genau. Ne? Getan. So, einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und einer frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, um 1 versetzen. Da müsste es stimmen. Um 1? Welche Richtung? Dahin? Ja, hier. Okay. So, müsste es stimmen. So, genau. Was? Nein. Jetzt, achso, da hinten. Ja, natürlich. Wir müssen dann weiter schieben. Genau. Und zwar, ich habe überlegt, wir machen dann an der einen Seite, machen wir eine Leiter nach oben. Mhm. Wir müssen praktisch hier bis zum Bedrock runter. Und dass wir dann hier so einen Turm machen, dass wir dann hier rüberspringen ins Hauptgebäude. Da müssen wir halt so ein bisschen hier so einen Übergang basteln, weißt du? Der halt. Oder wobei, ich überlege gerade, doch vielleicht in die andere Richtung mehr zum Hauptgebäude hin. Also hier hätten wir eine Stelze, das könnte passen. Wenn wir das Hauptgebäude überhaupt brauchen. Dann kommen wir setzen es doch in die Richtung. Wir setzen lieber näher ans Hauptgebäude. Ich baue mal eben die Verteidigung weiter. Zu Hause. Achso, du hast jetzt hier schon. Gut, dann lass uns das Loch trotzdem verwenden. Ja, wir müssen halt in der Mitte vom Turm hochkommen. Idealerweise. Wie viel Abstand haben wir denn hier? Ja, wir haben hier weniger. Hier sind 7+1, dann sind es 8 oder 9+1. 7, 8, 9, 10 Blöcke Abstand zum Haupthaus. Minus Dach sind es 8, das passt. Das heißt, wir können, sagen wir mal, hier vor die. Hier. Wenn wir hier das Loch machen, ist alles gut. Dann machen wir hier die Stelze hin, oder? Das müsste halten, wo ich jetzt gerade bin. Genau. Da eine Stelze und dann bis rüber. Wir machen einen Sprung, dass wir dann da rüber springen können. Und da sind ja nicht viele Blöcke, 10 Blöcke, die können wir auch unterirdisch nochmal trotzdem auch noch verbinden, dass wir oben und unten lang können. So, jetzt gucke ich mir immer auf der Map.
103 Nord. Ich muss Pass auf, dann gehe ich nochmal Holz schlagen. Wir brauchen ja noch ein bisschen Holz. Wir brauchen noch Holz, genau. Kann man die Tore eigentlich jetzt von innen öffnen? Müsste gehen, oder? Nee, locked sind die. Ach, schade, die sind locked. Na gut, aber die halten ganz sind locked, gut. Ja. So, nochmal checken. 103, 4, 3, 2, 4. Dann ist übrigens noch ein Maisfeld. Haben wir Brot angesetzt? Nee, warte mal. Hast du Gläser drüben? Da müssen Gläser sein, ja. 4, 3, 2, 4. Dann hole ich nämlich nochmal Wasser. Ansonsten für die Nacht, für die nächste Horde. Mhm. Crossbow Balls habe ich 190. Ja. Machen so viele, wie es geht. Ich habe noch Spitzen. Federn habe ich noch 158. Du hast noch 158 Federn, okay. Mhm. Dann gib mir doch die... Ich brauche jetzt noch ein bisschen Holz. Wo werden wir uns denn verteidigen, die Nacht? Das Haus hier, ne? Was wir ja, unser Haus, würde ich, ja, würd ich sagen. Oh Gott, hier ist voll. Probieren wir, wenn nicht, dann haben wir den Gang. Vielleicht kriegen wir den heute auch noch fertig. Ja, ich meine, so arg wird es jetzt auch nicht werden. Hoffe ich. So, ich wollte Mehl machen, ne? Warum haben wir nur so wenig Wasser? Weil, weiß ich nicht. Was? Was war das? Da ist irgendwas hochgegangen gerade. Da kommt eine Horde. Okay, dann mache ich das Mehl. Wo sind die Gläser? Die müssten schönes hier sein. So, dann hole ich nämlich Wasser. Willst du nicht was gibt? Horde mit Schnitzeln? Ja, ja, oh, schön. Ich. Warte. Ah, ich mach's ganz schnell. Ah, oh, ja, da, wo ist er? Da. Mama, Multikill. Na komm, bist du da? Kannst gucken? Ja, ja. Okay. Du krasser Typ. It's the Rocket Guy. Crossbow. Oh. Sind die alle schon tot? Ah ne, sie lebt noch. Ja. Wir haben keine Zeit, deswegen muss er schnell gehen jetzt. Ja, dann kriegst du denn die Punkte für alle Zombies? Wahrscheinlich ja. Tja, Level up. Gott, sind die gerade. Ja. So, nehmen wir das Messer und schnetzeln. Wir hatten voll viel zu essen im Bar. Das war irgendwie ein Betriebsausflug von der Konservenfabrik. Ohne Ende. Sehr gut. Blade Weapon 7, perfekt, läuft. Gut, ich setze mal eben meine letzten Barb Fences. Ich habe noch mehr gemacht, glaube ich, dass wir wenigstens einmal rumkommen. So, Level 13 Blade Weapon. Sehr gut, ich bin jetzt 7. 4, 5. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir Abstand. Machen wir hier weiter. Ja, ich weiß, Dünger kriegen wir aus dem Zeug, ist mir klar, ist mir aber auch egal. So, Wasser wollte ich holen, das war hier hinten. Care. So, passt das doch, jo. Die Seeds wollte ich noch setzen. Ach, immer so viel, ne? Es ist wirklich... Ja, wir haben so viel Baumsamen. Das Krankenhaus wollten wir noch. Wir wollen noch so viel tun. Wir können bestimmt noch 8 Tage aufnehmen am Stück und sind immer noch nicht fertig. Ja, nicht mal ansatzweise. Gut, wenn wir die Horde rum haben, haben wir ein bisschen was aus dem Kreuz. Crossbow ist gut. Macht Spaß. Macht Spaß, ne, ja. Finde ich auch. 1, 2, 3. Machen wir hier weiter. Auf jeden Fall besser als mit dem Bogen, ja. Bis der gespannt ist, das dauert. Ja. Mein Crossbow braucht auch ein Momentchen, aber. Wollte man ein anderes Nest suchen, ob das hier genauso. 3. Ist hier denn irgendwo noch ein Nest? Zack. Zack. Spikes. Also, sobald du Holz hast. Ja, am besten schon mal Spikes durch. Ein paar brauchen wir noch. Ja, ich hole hier hinten Wasser und Holz. Ich sehe noch ein paar Bäume stehen. Ich habe jetzt im Moment 93 Gläser dabei. Wow. Damit können wir dann Brot backen. Ja. Brotbackmaschine. Nest wollte ich haben, damit ich weiß, ob es respawned ist. Ich meine, hier hinten müssen wir doch, oder? Ach, egal. 6 und da auch noch einer. Machen wir hier noch 2. Oh, ist das ein. Was ist das? Militärstation? Ne, was ist das? Ein richtiges Militärlager? Ja, doch. Da gibt es noch mit richtig Baracken und so, ne? Ja, genau. Sind da auch Minen? Ich glaube.
Dann ich als alter Minenspürhund. Kaboom. Da, so, den Schrott brauche ich nicht. Na, Fall. Ah, viele Barb-Fans, das brauchen wir nicht mehr. Hier gibt es auch Minen, ja? Oh Gott, ich glaube. Ich, 1, 2, 3. Was habe ich denn hier gefunden? Ganzes Feld mit Blueberries. Ach, cool. Bring ich mit, wa? Blaubeerkuchen? Bring mit. Bring mit. So, und Spikes sind gleich alle. So, nicht mehr lang. So, Holz ist weg, da ist ein Baum. Na, Lady. Oh. Lady in Red. Hat die mir einen eingeschränkt? Stupidu. Hey, Nest. Oh, ist hier noch so viel zu entdecken hier in dem Laden. Ja, es ist unglaublich gut, ja. Das ist viel. Holz, 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 Holz. Du hast noch 150 Federn. Das wird lang. Ich glaube, ja, es mehrt sich gerade noch ein bisschen. Ich würde halt gerne alles fertig haben. Also hier die Barbed-Fans-Dinger, da brauche ich nicht mehr viele. Dann ist da eine Reihe außenrum und dann halt noch Spikes. Also 100 Spikes wäre noch gut. 23 habe ich jetzt angesetzt mit dem Material, was ich hier habe. Super. Der Wrench, macht das Sinn? Der Rock kann weg. 15 Papier. Wir haben so viel Papier, brauchen wir alles nicht. So. Ja, doch, später für die Munition? Oder ja, nicht? Wir haben schon 700 oder so. Oder 1000 sogar. Na gut, wir haben auch noch Rezepte und Bücher. Das ist echt Wahnsinn. Wenn der Loot in dem Cracker Book respawnt, ist eh Party on. Ja, stimmt. ...572er Motor. Guck. 572er Motor, hast du ein Auto auseinandergedangelt? Ja, das steht ja gerade. Doch, ein bisschen Eisen, ein bisschen Brass, da kriegst du alles raus für eine Karre, also. Und Construction Tools Level 25. Bäm. 572er ist er. Mehr als pervers. Gute Bäume. Holz, Holz, Holz. Gibt es eigentlich eine Sense oder sowas? Gibt es wahrscheinlich nur in diesem Wellenmod, ne? Ja. In diesem großen Modpaket. Wo man den Rasen hier mäht. Das wäre irgendwie geil, wenn du so einen Mähdrescher bauen könntest. Ja, oder das eine Sense super. Oder sowas. Ach genau, wir brauchen noch Batterien. Das war's. Da kriegen wir die aus Autos, oder? Ja, eigentlich schon. Aber zack, und da ist eine. 273er, wir können Minibike bauen. Sehr gut. Wir brauchen aber zwei. Ja. Aber eine hätten wir schon. Ein Beiwagen wäre geil, oder? Ja, so ein Anhänger. Wie am Vatertag. Genau. Schön Kiste Bier rein. Genau. Hopfen brauchen wir noch. Können wir nach dem nächsten Hordetag können wir einen schönen Ausflug machen. Ja. Im Baumfeld. So, ab nach Hause und dann würde ich sagen. Ne? Was? Schon wieder? Die Zeit zum Abschied. Ach ist nein. Das ist ja noch gar nicht richtig. Maple Seeds. Das ist ja. Ist schon wieder Ende. Mhm. Oh. Wir haben 4 Uhr. Haben wir angefangen. Jetzt ist 11. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge auch nicht die Horde erleben. Die letzten Vorbereitungen. Ja, die letzten Vorbereitungen für die Horde, stimmt. Ach, scheiße, Symmetrie. Einfach die Bäume hin hier. Sehen wir uns morgen wieder, wenn der Kaiser es möchte, dass wir jetzt aufhören. Wir können auch durchziehen. Nee. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Adios. Tschüss.